Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute und einem weiteren Video zu Path of Fire, dem neuen Add-on und einem kleinen Teaser-Video von mir selbst über die kleinen Reittiere. Ihr seht das auch schon unten am Rand. Ich habe jetzt immer die Videos gekennzeichnet, die zu Path of Fire einen Inhalt wiedergeben oder was zu Path of Fire erzählen. Die sind mit unten mit diesem kleinen Kristallwüsten Zusatz versehen, da könnt ihr das immer ganz leicht auch erkennen. Und was wir uns hier heute angucken, ist einfach alle vier Tiere und die auf der Homepage dazu bereitgestellten Texte und versuchen mal anhand der Texte auch ein bisschen gleich darauf zu schließen, inwieweit denn diese Reittiere auch die Progression wiedergeben, die man ja im Spiel auch erreichen soll mit den neuen Beherrschungspfaden und was die uns vielleicht auch schon eigentlich über die Welt sagen. Ich freue mich mit euch jetzt auf das Video, hoffe ihr habt da ein bisschen Gefallen dran. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare mal schreiben, welches Reittier ihr am spannendsten findet und vielleicht auch welchem Reittier die meisten Möglichkeiten zurechnet. Und damit legen wir los. Viel Spaß! Reittier Numero Uno ist der sogenannte Raptor und der Raptor, der zeichnet sich dadurch aus, dass er also ziemlich Dinosaurier-mäßig aussieht, das heißt wie ein Raptor aus Heart of Thorns eigentlich auch, wenn man sich mal da ein bisschen die kleineren anguckt, so sieht der große aus. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was denn über den Raptor im Beschreibungstext steht. Raptoren sind widerstandsfähige und flinke Wesen. Dank ihrer Intelligenz sind sie überraschend einfach abzurichten. Sie können große Distanzen mit nur einem Sprung überwinden, aus diesem Grund sind sie bei vielen Wüstenbewohnern als Reittiere beliebt. Hier hören wir also schon raus, was natürlich die Hauptfähigkeit ist, und das ist dieser eine große Sprung. Ganz wichtig, die Raptoren werden damit vermutlich zum Hauptreisemittel auch am Anfang gerade, weil die Raptoren damit auch Tier Nummer 1 sind, die wir bekommen. Denn weiter heißt es im Text, Reisenden wird geraten, vor dem Verlassen der Stadt am Nun unbedingt einen Raptorgefährten zu erwerben. Das heißt, was wir hier auch gleich haben, ist der Hinweis, wir starten im Add-on in der Amnun-Oase und hier sind die Raptoren vermutlich die ersten Tiere, die, weil sie eben leicht abzurichten sind, auch die ersten Reittiere sind auf der Liste der Beherrschungspfade. Und hier haben wir eben die Fähigkeit mit diesem einen gezielten Sprung. Das gibt natürlich viele Möglichkeiten, das heißt, wir können eine große Distanz überwinden, können also kaputte Brücken überspringen, Abgründe überspringen etc. Das Problem ist allerdings, dass der Punkt genau sein muss, denn anders als bei dem, als bei anderen Tieren zum Beispiel, ist es so, dass der Raptor hier den Sprung gezielt auf einen Punkt macht. Man kann also in der Luft nicht mehr die Richtung ändern. Das heißt, wenn man hier falsch zielt, springt man mit dem Raptor zusammen schön in die Tiefe und schafft den Sprung. Hier bin ich gespannt, ob es für den für das Ziel, also den Zielpunkt, auf den man springt, einen Indikator gibt. Das konnte ich natürlich noch nicht testen, weil ich die Spielversion noch nicht spielen konnte, die Testversion. Das wird man mal sehen. Und wir gehen gleich weiter zum nächsten Tier. Und das ist der gute Schweberochen. Ja, der Schweberochen, ein Tier, was ihr natürlich Sicherheit auch im Teaser gesehen habt, was ein bisschen seltsam aussah auf den ersten Blick, aber viele Möglichkeiten bietet. Hier lesen wir ganz kurz auch nochmal den Beschreibungstext. Hier sehen wir folgenden Textbaustein. Schweberochen sind anmutige Kreaturen. Da können wir ein bisschen drüber streiten, ob die anmutig sind. Ich finde eher die ein bisschen eklig. Die im Elon-Fluss beheimatet sind. Sie leben über dem Wasser und atmen durch große Luftsäcke, während sie über der Wasseroberfläche schweben. Schweberochen können zwar nicht wirklich fliegen, doch können sie kurze Entfernungen auf einer Höhe zurücklegen, die mehreren Nonnen entspricht. Das macht sie zu unverzichtbaren Begleitern beim Durchqueren von weitläufigen Gebieten mit heimtückischem Treibsand oder Schwefel. Der Text an sich, der scheint erstmal sehr unscheinbar, verrät uns doch aber schon relativ viel. Nämlich zwei Sachen. Erstmal, dass die Hauptfortbewegungskraft von dem Schweberochen das Schweben ist. Er aber scheinbar als Fähigkeit, genauso wie der Raptor den Sprung hat, einen ganz kurzen höheren Schwebegrad erreichen kann. Eine kurze höhere Schwebehöhe, das heißt, die mehrere Nonnen entspricht. Das heißt, vermutlich für eine bestimmte Zeit kann man dann auch wirklich mal ganz kurz nach oben schweben und kleidet dann langsam wieder nach unten. Ich kann mir das so vorstellen, wie zum Beispiel, dass man, wie so eine Art auf Sprungpilz, Kleider auspacken und dann wieder nach unten kleiden, so von einer bestimmten Höhe aus. Klingt sehr cool und viel wichtiger aber in dem Text ist hier eine Sache, nämlich, dass sie unverzichtbar sind zum Durchqueren von weitläufigen Gebieten wie heimtückischem Treibsand oder Schwefel. Das bedeutet, dass wir vermutlich an manchen Stellen im Spiel, scheinbar hier auch, ne, wir müssen immer bedenken, die Tiere sind auch prozessartig immer mit in diesen Entdeckungsprozess der Karten mit eingearbeitet. Das heißt, der Schweberochen wird als zweites Tier mit Sicherheit kommen in dem Beherrschungspfad und hier werden wir dann Gebiete erreichen als Folgegebiete des Anfangs, auf denen es dann Treibsand gibt oder in denen es Treibsand gibt und auch Schwefel. Das heißt Schwefel, ne? Vulkangebiet, Feuer, das heißt, wir werden den auf jeden Fall dafür benutzen müssen. Und anders als ich zum Beispiel zuerst gedacht habe, es gibt verschiedene Wege mit verschiedenen Tieren, gehe ich davon aus, dass hier gerade Treibsandgebiete und Schwefelfelder weitläufig sind. Das heißt, dass wir hier ohne den guten Schweberochen gar nicht weiterkommen können. Also eine sehr, sehr coole Sache. Und ich finde übrigens auch, dass der Schweberochen sehr gut eigentlich auch reinpassen würde als Kreatur so, die dort rumlaufen. Ich bin eh gespannt, ob diese ganzen Reittiere auch so als Ambient Creatures oder als überhaupt auch angreifbare Kreaturen auch dort leben in der Wüste. Es wäre ein bisschen ärgerlich, wenn sie die Reittiere da rausnehmen und sagen, okay, gut, die Reittiere gibt es zwar,
diese Wesen als Reittiere, aber die gibt es so nicht in der Natur, weil es ergibt keinen Sinn, wenn man sagt, man zähmt die und dann gibt es die nicht. Also schauen wir mal. Und ganz wichtig nochmal, ne, für die Geschichtsleute, der Elon-Fluss gibt natürlich auch dem Gebiet Elona den Namen. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Tier und das ist dann das Tier, bei dem alle schreien, ach, wie süß der Springer doch ist. Ich finde den Springer erstmal, beim ersten Mal habe ich den gesehen, dachte mir so, oh, das ist wieder so fanservice. So, muss da unbedingt ein Karnickel reinkommen, aber natürlich eine sehr, sehr coole Sache, denn auch hier haben wir wieder den Progress in dem Beschreibungstext und in den Fähigkeiten. Wir lesen ganz kurz vor, die langen Ohren und Schnüffelnasen der Springer, okay, dass man Schnüffelnase sagen muss, ist natürlich, ja, wir reden nicht drüber. Die langen Ohren und Schnüffelnasen der Springer sind liebenswürdig, doch die größte Stärke dieser Art liegt in ihrer Fähigkeit, bei senkrechten Sprüngen atemberaubende Höhen zu erreichen. Reisende, Kaufleute und Kuriere nutzen sie, um die blanken Klippen des Kristallhochlands zu überqueren. Auf diese Weise lässt sich die Reisedauer um Wochen verkürzen. Das heißt hier auch wieder, im Text alleine schon bekommen wir natürlich mit, was ist die Hauptfähigkeit? Das Springen an sich, das heißt, hier werden die Springer werden normalerweise sich auch durch Hüpfen fortbewegen, aber sie haben einen ganz punktuellen großen Sprung. Das Spannende hier ist also, dass man diesen Sprung chargen muss. Man stellt sich also an eine bestimmte Stelle, charge den Sprung und springt dann hoch. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob man diesen Sprung dann auch noch bewegen kann in der Luft, aber man muss natürlich auch ein bisschen nach vorne sich bewegen können, sonst springt ein Spruch, der senkrecht in die Luft geht überhaupt nichts. Der Sprung senkrecht in die Luft muss natürlich irgendwie auch steuerbar sein, gerade am Ende, wenn es also um die Landekurve geht. Ganz spannend hier aber auch nochmal der Hinweis, um die blanken Klippen des Kristallhochlands zu überqueren. Das heißt, wir werden wirklich den Springer vermutlich genau dann freischalten müssen, wenn es dann um das Hochland geht, um da hochzukommen. Denn wir haben im Trailer schon gesehen, es gibt mindestens zwei Gebiete, die sehr hoch gelegen sind. Das ist einmal so eine Art Kristallgebirge und einmal ein Gebirge, was im Kalten liegt, das heißt, bei dem auch Schnee fällt, das heißt, in beiden Gebieten werden wir mit Sicherheit irgendwie Zugänge haben, die man nur über den Springer erreichen kann, auch hier eine sehr coole Sache und ich hoffe wirklich, dass dieser Progress innerhalb von den Tieren nicht immer so ganz, ganz punktuell ist, so abrupt, dass man sagt, jetzt komme ich hier nicht weiter, muss ich das nächste leveln, sondern dass es auf jeder Karte bestimmte Gebiete gibt mit Treibsand, mit Schwefel, mit Hochgebirgspassage oder mit hohen Gebäuden, auf die man nur mit dem Springer kommt. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, ich wette, der Springer wird ganz, ganz aktiv in den Städten benutzt, weil wir haben das ja schon gesehen, die Städte in der Kristallwüste zeichnen sich vor allem durch diesen sehr hohen Bau aus. Es sind pyramidenartige Gebäude, manchmal auch so richtige Kuppeln, ein bisschen moscheenartig. Hier werden wir ganz viele Spieler sehen, die ständig mit dem Springer irgendwo hochkommen wollen. Also stellt euch schon damit darauf ein, dass wir hier in den Stadtgebieten Springer en masse haben werden. Okay, kommen wir zum letzten Tier und damit der Creme de la Creme, beziehungsweise dem Nonplusultra der Reittiere, und zwar dem Schakal. Und hier kommen wir durch den Beschreibungstext zu einem ganz, ganz spannenden, oder bekommen wir ganz spannende Infos auch über eine andere Rasse auf der Welt von der Kristallwüste und schauen mal ganz kurz rein, was denn da steht. Schakale sind schwer fassbare magische Kreaturen, die aus Wüstensand bestehen. Ihre Gestalt verdanken sie magischen Runen. Sie können sich in Sand auflösen, um sich über kurze Distanzen hinweg zu teleportieren. Zudem können sie Sandportale passieren. Die Djinn des Ödlandes erschaffen und zähmen Schakale. Wenn ihr euch als würdiger Trainer erweist, könnt ihr euch vielleicht mit einem dieser Wesen anfreunden. Das Coole hier ist erstmal, dass es also magische Wesen sind, die also aus Sand erschaffen werden. Das heißt, sie können sich auch in Sand auflösen, haben also so eine Art Plink-Effekt, so eine Art kleinen Teleport, lösen sich in Sand auf, springen nach vorne, tauchen wieder auf. Und hier ist ganz spannend, dass sie also wirklich von Djinns gemacht wurden. Ja, Djinns kennt ihr vielleicht noch aus anderen Welten. Wer GW1 nicht gespielt hat, erkennt es zumindest in Djinn einfach aus der Legendenwelt. Und Djinns scheinen hier einfach die Fähigkeit zu besitzen, durch magische Runen den Sand in eine Form zu binden. Warum es gerade so eine Wolfs-Schakal-Form sein muss, keine Ahnung. Aber ganz, ganz spannend ist hier auch ein Hinweis, und zwar, dass am Ende steht, dass wir mit diesen Schakalen Sandportale passieren können. Eigentlich ganz, ganz lustig, wenn man sich überlegen muss, was sind denn eigentlich Sandportale? Kann man das vielleicht so als Kartenwechselportale sehen? Oder ist es ganz einfach eine Art, das habe ich mir zumindest so gedacht, der Schakal zeichnet sich ja jetzt nicht durch eine weite Streckenüberbrückung aus. Vielleicht ist ein Sandportal auch wirklich so ein Portal, was einen wie so eine Art Sandsturm nach vorne trägt. Und da der Schakal ja aus Sand ist, kann er uns dann praktisch durch so ein Sandportal weiter entfernt wieder absetzen. Wäre eine coole Sache. Und das Letzte natürlich, wenn ihr euch als würdiger Trainer erweist, könnt ihr euch vielleicht mit einem dieser Wesen anfreunden. Hier, ganz anders als bei den anderen Tieren, zähmen wir nicht den Schakal. Nein, der Schakal erwählt uns als Freund. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ich hoffe mal, dass mit den Mounts in so einem Fall auch vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht werden kann, dass es vielleicht sogar so kleine Mount-Quests gibt. Wäre eine coole Sache, dass man sagt, der Schakal und ich, wir freunden uns an und beim Schakal habe ich das Gefühl, hier ist es eher so eine Trainer-Pokémon-
Beziehung, dass man sagt, mein Pokémon respektiert mich, deshalb kämpft es für mich. Und das ist, finde ich, eine sehr coole Sache und macht den Schakal auch so ein bisschen zu dem coolsten Reittier, wie ich finde, weil das eben wirklich ein, so ein erhabenes magisches Wesen ist, was sich eigentlich keinem Menschen beugt, solange er nicht respektiert wird. Ja, das so viel eigentlich zu diesen kleinen Reittieren. Ich bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt, welche Reittiere gefallen euch am besten, warum und stellt ihr euch vor oder könnt ihr euch vorstellen, dass sogar vielleicht irgendwann nochmal neue dazukommen? Oder glaubt ihr so wie ich, dass einfach wir jetzt eins haben werden, nämlich Skins hier und unsere Reittiere, je nach Event, je nach Zeit, je nach Lust und Laune von ArenaNet. Und darauf freue ich mich übrigens sehr, weil die Kleiderskins, das war so eine Sache, so pff, ist jetzt nicht so häufig, dass ich den jetzt wechsle oder cool finde, aber ich glaube gerade bei solchen Reittieren in Path of Fire, wenn man dann irgendwie auch so ein Event-Skin hat, wie zum Beispiel Weihnachtsskins oder so ein Kram, das wird total cool mit Sicherheit und ich hoffe mal, dass wir da auch was machen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Wenn dieses Video online kommt, bin ich vermutlich auch gerade schon am Stream, das heißt, schaut gerne rein in meinen Stream. Ansonsten kann ich euch nur sagen, gehabt euch wohl, bleibt geschmeidig und bis zu einem nächsten Video.